Ihr seid neu als Trainer. Ich habe für euch sechs Dinge, die euer Fußballtraining erleichtern und unterstützen. Wenn auch bei euch der Ball der springende Punkt ist, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Martin. Viel Spaß beim neuen Video. War das schlau, das am Anfang des Videos zu machen? Jetzt muss ich alles aufräumen. Das heutige Video richtet sich eher an Neueinsteiger, Quereinsteiger. Ihr seid am Spielfeldrand gewesen, habt eurem Kind beim Fußball zugeschaut und das regelmäßig. Und ihr wurdet beobachtet und ihr hattet anscheinend zu viel Zeit in eurem Leben und deswegen wurdet ihr vom Verein angesprochen, ob ihr euch nicht vorstellen könnt, Übungsleiter zu werden, das Training mal zu übernehmen oder auch einfach mal auszuhelfen. Dann noch ein zusätzlicher Hinweis. Ich werde heute ein paar Produkte zeigen. Da werden Markenlogos drauf sein. Ich werde natürlich nicht von irgendeiner Firma hier bezahlt. Das ist einfach nur ein Erfahrungsaustausch, ein Hinweis für euch, was mir über die Jahre geholfen hat, auch was ich erst lernen musste, was man unbedingt beim Training braucht und warum man sich vielleicht manche Dinge auch selber besorgen sollte. Deswegen möchte ich gerne potenziellen Ärger aus dem Weg gehen und blende hier einfach was ein. Kommen wir gleich zum ersten Utensil und zwar Leibchen. Ich habe vier verschiedene farbige Leibchen bei mir im Training immer dabei. Warum habe ich vier verschiedene Leibchenfarben? Für den Start würden natürlich auch ein Satz Leibchen in einer Farbe total ausreichen. Wenn ihr eine Mannschaft bunt habt und eine Mannschaft dann halt in Leibchen ausstattet, wenn ihr beim Training Abschlussspiele macht oder Spielformen oder sonstiges, Angreifer-Verteidiger-Situationen kreiert. Arbeite sehr viel mit Farbspielen. Ich habe euch auch mal hier nochmal unser letztes Aufwärmprogramm verlinkt. Da ist zum Beispiel die Aufgabe, dass wir vier verschiedene farbige Teams im Strafraum agieren lassen und dass die unter anderem zum Beispiel auch die Leibchen untereinander tauschen müssen, wenn die Farben aufgerufen werden. Und es hat sich einfach bewährt, verschiedene farbige Leibchen zu haben, auch wenn es darum geht, bei Abschlussspielen einen schnellen Wechsel zu haben, wenn wir zum Beispiel jeder gegen jeden spielen. Oder Barcelona, wo wir drei Teams eingeteilt haben und nach Torerfolg zum Beispiel oder nach einer gewissen Zeit einfach die Mannschaften schnell auf dem Platz wechseln müssen, dann wird es natürlich wahnsinnig Zeit kosten, wenn ihr dann irgendwie nur eine Farbe habt und dann die gleichen Farben gegeneinander spielen oder ihr erst Leibchen an- oder ausziehen müsstet oder eben zweimal bunt gegeneinander spielt. Und ich habe auch schon bei Trainings ausgeholfen, einfach zur Unterstützung, wo keine Leibchen vorhanden waren. Und selbst wenn der Trainer nicht mehr mitbekommt, welche Mannschaften auf dem Feld stehen und sie unterscheiden können, wie sollen es dann die Kinder machen, die gerade in Action sind? Von dem her auf jeden Fall absolutes Must-Have-Leibchen. Nächstes Utensil, was ich immer dabei habe, sind die Pokerjetons. Oder ein Kartenspiel. Die Jetons mache ich hier immer in so ein Säckchen, wo die Kinder dann reingreifen müssen. Es geht nämlich darum, dass ich die Mannschaften für Gruppen, Angreifer- oder Verteidigersituationen, Abschlussspiele, kleine Turniere, Spielformen 3 gegen 3, 2 gegen 2 und so weiter und so fort, die Kinder nicht separat so einteile, wie ich denke. Das mache ich auch, aber ich mache es hauptsächlich damit, dass ich die Mannschaften einteile, indem jeder einer dieser Jetons ziehen muss, die verschiedene Farben haben und die gleichfarbigen Jetons spielen dann in einer Mannschaft. Das hat natürlich auch viele Vorteile. Es spielt jeder mal mit jedem zusammen und ihr habt auch keine Diskussion, wer mit wem spielt, aber den Jubel, wenn enge Freunde miteinander spielen, zusammenspielen, habt ihr trotzdem. Und alternativ könntet ihr eben einfach auch ein Kartenspiel nehmen. Pik und Karo spielen zusammen oder ich habe hier so ein Uno-Spiel, einfach mit den gleichen Zahlen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo ihr möchtet, dass gezielt welche miteinander spielen, weil ihr was ausprobieren wollt. Vielleicht die nächste Verteidigerformation oder eine Angreifersituation, wie die miteinander harmonieren. Dann tun wir natürlich auch Mannschaften so einteilen, wie wir es in diesem Fall für richtig halten oder gerne haben möchten. Wenn ihr helfen möchtet, den Algorithmus zu trainieren, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mögt, und schreibt uns mal schon mal in die Kommentare, welche Utensilien bei euer Training
unabkömmlich geworden sind. Nächstes Helferlein, die Hütchen, verschiedenfarbige Hütchen, genauso wie verschiedenfarbige Leibchen. Und auch diese Markierungsscheiben, die sind relativ neu in meinem Sortiment. Ich erzähle auch gleich warum. Die habe ich mir alle privat gekauft. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, warum nimmst du nicht die vom Verein? Wenn ihr schon aktiv im Verein seid, dann wisst ihr genau, wie der Hase läuft. Es werden ständig Sachen verlegt, verloren, verschwinden auf eine seltsame Art und Weise. Und ihr habt eigentlich dann meistens nie das da, was ihr tatsächlich braucht oder davon zu wenig oder nicht in verschiedenen genug Variationen. Deshalb habe ich mir einfach diese farbigen Hütchen und Markierungsscheiben selber gekauft. Dann bin ich mein eigener Materialchef und kann selber drauf aufpassen. Und wenn dann immer noch was passiert, dann bin zu 98% ich selber schuld. Die anderen 2% sind jetzt auch schon vorgekommen. Für die Markierungshütchen, der Ständer, der ist jetzt irgendwie verschwunden bei einem Punktspiel. Und jeder Trainer hat ein anderes Gespür für Wertigkeit oder ein Gespür für Dinge. Und da muss ich mich nicht auf andere verlassen, dass das einfach klappt, sondern wie gesagt, ich bin da mein eigener Materialchef. Das hat natürlich auch den Nachteil, A, Anschaffungskosten und B, dass man das natürlich dann immer mit zum Training, wenn man dann keinen eigenen Spind hat oder so, hin und her transportieren muss. Ich habe mir dank Advanced Football auch mittlerweile angewöhnt, die blauen Hütchen für Verteidiger Markierungen zu nehmen und die roten für die Angreifer-Szenarien und die weißen einfach ein Feld zu markieren und die restlichen dann einfach auch für Farbspiele und oder ähnliches. Die Markierungsscheiben habe ich mir gekauft, weil es einfach oft Situationen gibt, in denen du zwar was markieren musst, aber dann auch Pass- oder Schusssituationen hast, wo so ein Hütchen, was nach oben gewölbt ist, einfach stört, weil es den Schuss abblockt oder weil es Verletzungsrisiko beinhaltet, was ich gern vermeiden möchte. Deshalb auch vor allem fürs Torhütertraining die Markierungsscheiben, um einfach auch bei Flanken zum Beispiel, seitlichen Hineingaben fürs Torhütertraining, einfach Bereiche markieren zu können und die dann einfach darauf dappen können, ohne dass ihnen oder den Scheiben was passiert. So, nächstes absolutes Must-Have, was ich mir auch nach der Zeit dazu gekauft habe, weil ich einfach gemerkt habe, um Dinge im Training zu visualisieren oder eine Grundordnung fürs Turnier oder fürs Punktspiel einfach unterstützend zu haben, ist eine Trainingsmappe. Einfach mit Magnettafel und hier noch so ein Fach, um einfach Sachen aufzuschreiben oder auch, das gibt so Blätter, die so die Trainingseinheitsplaner. Das benutze ich allerdings jetzt eher selten. Mir war wichtig eben dieses Klemmbrett und einfach auch mal ein paar Zettel, Eltern anschreiben oder Spielgenehmigungsanträge und so weiter einfach sicher transportieren zu können. Aber mir war vor allem die Magnettafel wichtig, um einfach Grundordnungen oder Spielideen zu vermitteln. Dann kann man sich einfach zusammen im Kreis hocken. Die Magnettafel bzw. die Trainermappe liegt in der Mitte und man kann das sehr schön mit den Magneten einfach darstellen und die Kinder haben auch eine visuelle Unterstützung, um zu verstehen, was man eigentlich gerne haben möchte. Da kann man eben auch super dann mit diesen Stiften hier die Namen reinschreiben, wer wo spielt oder was die Idee ist oder bei Standardsituationen auch mal ein bisschen was erklären und das dann einfach wegwischen und wieder neue Sachen hinschreiben. Und das könnt ihr eigentlich auch schon sehr früh mit anfangen, einfach eben um ein Tool zu haben, was euch unterstützt, indem ihr Sachen erklären möchtet. Dann weiterhin die Empfehlung, verschiedene Bälle zu benutzen. Auch diese Bälle habe ich privat angeschafft, einfach auch, wenn es mal in Urlaub oder ins Spaßbad ging, einfach um auch extrem viel Abwechslung ins Training reinzubringen. Das kommt manchmal mit einem Gestöhne und manchmal mit Jubel. Einfach zur Abwechslung einfach auch mal wieder einen Reflexball reinschmeißen oder einen Stoffball. Wir haben auch einen Soft Frisbee aus Schaumstoff mal benutzt für Fangspiele. Oder ihr lasst einfach auch mal ein bisschen Luft raus aus dem Ball. Einfach um auch das Thema Umstellungsfähigkeit einfach mal wieder ein bisschen zu aktivieren. Das muss nicht ständig passieren, aber mal in so einer Trainingseinheit im Monat nehmen wir die Dinger mal wieder mit und bringen einfach mal wieder ein bisschen Schwung und Abwechslung ins Training.
eben auch Thema Beirotation, wenn so ein Homeoprenball aufschlägt, dass das sich natürlich ganz anders verhält wie ein normaler Fußball. Dann das nächste Utensil, eine Ballpumpe. Ihr werdet jetzt denken, eine Ballpumpe, warum empfiehlt er eine Ballpumpe? Ich habe mich leider ein bisschen zu oft auf die Kompressoren und Ballnadeln im Vereins- und Clubheim verlassen. Da bricht mal was ab und dann geht mal was verloren oder der Kompressor funktioniert nicht und dann steht er da und die Hälfte der Bälle ist halb platt. Das könnt ihr natürlich für euch nutzen und eben auch wie die verschiedenen Bälle einfach dann im Training benutzen. Aber ihr werdet sehr, sehr wahrscheinlich Beschwerden hören von wegen, der Ball ist platt. Deswegen habe ich auch immer zusätzlich als Backup eine Ballpumpe dabei. Dann natürlich für euer Trainingleben eine Pfeife, einfach als Signal. Wann geht's Training los? Wir haben ja immer so eine Freispielphase am Anfang und beim Pfiff wissen dann die Kinder sofort Bescheid. Okay, jetzt geht's los, jetzt versammeln wir uns. Alle Bälle werden mitgebracht und dann geht's los. Und eben auch als Startsignal für Spielformen und Übungen oder einfach als Abpfiff. Es sei denn, ihr könnt das gut mit dem Mund. Ich kann das überhaupt nicht, habe aber auch keine Ambition, das zu lernen. Deswegen ist für mich die Trillerpfeife auf jeden Fall ein Must-Have beim Training. Auch mal durch ein Geburtstagsgeschenk vom Junior ist mal das hier ins Haus gekommen, gelbe und rote Karten. Im Kinderfußball gibt es ja jetzt keine Strafen. Und ich habe die aber ab und zu mitgenommen, einfach auch am Anfang, als ich die Gruppe übernommen habe, administrativ einfach mal so als Verwarnung. Wir haben natürlich auch einen Regelkatalog aufgestellt, wo es dann hieß, bei der ersten Ermahnung gibt es halt mal so eine gelbe Karte, so eine symbolische und dann im nächsten Atemzug wäre es eine rote und dann gibt es eine Auszeit. Habe ich zum Glück noch nie benutzt. Bis jetzt haben wir alles gut mit Worten hingekriegt und haben Sachen ausdiskutiert oder besprochen, wenn irgendwas schief lief oder nicht optimal und das hat bisher super funktioniert. So, dann habe ich noch Absperrband. Gleich vorweg, Absperrband ist super, wenn es windstill ist. Wofür habe ich das Absperrband benutzt? Thema virtuelle Torverkleinerung. Das habe ich hauptsächlich für die Jugend-Nachwuchstorhüter im Fördertraining benutzt, um den einfach mal zu symbolisieren, wo stehe ich und wie viel Tor muss ich dann eigentlich verteidigen. Wir haben dann an die unteren Pfosten und oben an die Ecken von der Latte zum Pfosten jeweils eine Linie Absperrbank gezogen, die zum Ball, der auf den Boden gelegt. Und dann konnten die Kinder, wenn du dich so hingelegt hast und auf Ballhöhe geguckt hast und dann einfach nach oben, wie viel Tor muss ich dann eigentlich verteidigen, wenn da ein Torhüter drin steht. Also wir haben dann einfach immer rotiert. Einer stand im Tor, hat sich dann mal breit gemacht und dann haben wir eben durch verschiedene Positionen zeigen können, wie viel Tore ich dann da tatsächlich zu verteidigen habe. Das ist aber auch wahnsinnig interessant für die Feldspieler natürlich. Ihr werdet vor allem im Jugendbereich oft die Situation haben, dass sehr spitzwinklig gern aufs Tor geschossen wird. Das ist natürlich vor allem im Bambini G und auch noch im E-Jugendbereich ab und zu von Erfolg gekrönt, wenn der Ball da mal durch die Hosenträger durchrutscht oder hochkommt und der Torhüter die Arme nicht hochkriegt. Aber umso älter sie werden, umso weniger wahrscheinlich wird es sein, aus Spitzenwinkeln Tore zu erzielen. Deswegen habe ich das auch bei den Feldspielern gemacht, um auch denen zu symbolisieren oder visuell aufzuzeigen, wie sich so ein Tor verkleinert, je nach Position des Balles und des Spielers. Und damit eventuell vielleicht anzuregen, eine andere Lösung für die Spielsituation zu finden. Und zum Schluss noch Zeitmessung, Stoppuhr oder Armbanduhr benutzen. Ihr werdet, wenn ihr Runden macht, zum Beispiel Fangspiele, Abschlussspiele, es gibt so viele Situationen, wie wir einfach eine Zeitmessung brauchen oder wie lange geht denn unser Training eigentlich noch. Von dem her ist es essentiell wichtig, dass ihr eine Stoppuhr habt oder einen Timer oder sonst irgendwas. Auch für Spieltage, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wechseln in der Halbzeit von der Halbzeit, einmal blockweise machen wir einen Wechsel, dann solltet ihr auch wissen, wie viel Zeit ist schon vergangen und wie viel Zeit habe ich noch. Das wäre natürlich auch Thema Zeitmessung. Dann vielen Dank fürs Zusehen, habt Spaß, eine erfolgreiche Trainingswoche, bleibt gesund, ciao.